Und ich bin wieder da bei Let's Play The Witcher Folge 178. Schmied. Ja? Kannst du diesen dämlichen Spiegel reparieren? Könnt ihr einen zerschmetterten Spiegel zusammensetzen? Für 100 Orens. Oh, das ist ja äußerst großzügig. Abgemacht. Hier sind die Teile. Ich bezahle euch, wenn ihr fertig seid. Okay. Währenddessen hintergehe ich dich und helfe deiner Frau. Hallo. Meister Hexer? Yep, ich bin's. Hier. Ich habe den funkelnden Staub. Endlich. Ich fertige für meinen Mann ein Amulett, das den Succubus abstößt. Hier ist das Kräuterbuch, wie abgemacht. Lebt wohl. Und wir haben ein Level Up. Tatatam. Und natürlich das dazugehörige Buch. Pflanzen der öden Lande. Jetzt bin ich mal interessiert. Mit diesem Buch ist Folgendes bestimmbar. Wolfs, Aloe, Zaunrübe, Eisenkraut, Geißblatt und Ignatia. Da muss ich mal gleich in meinem Zutatenglossar gucken. Oh, da haben wir viel noch nicht angeguckt. Hier haben wir einmal Ignatia-Blüten. Blütenblätter eines weit verbreiteten Busches. Sehen interessant aus. Dann haben wir hier... Wo war's? Wolfsaloe. Sehen interessant aus. Zaunrübe. Sehen auch interessant aus. Was war das noch? Geißblatt. Sieht aus wie eine Pfeilspitze. Eisenkraut. Sieht nicht aus wie eine Pfeilspitze. Alpfangzähne. Sieht auch aus wie eine Pfeilspitze. Egal, vergessen wir die Sachen. Jedenfalls haben wir jetzt eine Stufe dazu bekommen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, worin ich die Skillpunkte investieren soll. Es überfordert mich völlig. Ich habe einfach keine Bronze-Talente mehr übrig. Wo ich was drauf setzen könnte. Es ist zum Kotzen. In diesem Video habe ich eigentlich nicht viel vor. Erstmal die Punkte vergeben und dann mal so vielleicht noch ein paar Quests erledigen. Ich kann nicht meditieren, wenn das... Ja, ich habe ganz vergessen, dass ich das nicht kann und das kotzt mich gerade ziemlich an. Bei wem kann ich schlafen? Selina ist tot. Scheiße. Bei der preisgekrönten Kuh bestimmt nicht, beim Schmied auch nicht. Vielleicht bei Tobias Hoffmann. Best. Natürlich nicht. Lebt. Wie konnte ich auch denken, dass es so wäre? Das heißt, ich vergeude wieder wertvolle Zeit da drin rumzulaufen und Scheiße zu machen. Dann mache ich so. Ich werde jetzt zum Bäcker gehen. Ihr wisst nicht mehr warum? Okay, ich frische euer Gedächtnis auf. Wir sollten für die Elfen, die Hunger leiden, Brote kaufen. 5 Laibe, soweit ich weiß. Wir haben wie viel dafür gekriegt? 20 Orens? Irgendwie sowas. Wie kann ich behilflich sein? Brot! Ich habe 20 Orens und brauche 5 Laibe Brot. Ein Brot kostet 5 Orens. Das macht bei 5 Laiben 25 Orens. Okay. Ist gekauft. Dann kann ich das Brot jetzt wohl zu Toroviel bringen. Der netten Elfe, mit der wir schon irgendwann mal ein Treffen hatten. Scheinbar. Habe ich euch ja schon erzählt. Ihr wisst das alles. Teilweise wisst ihr mehr als ich. Unglaublich, oder? So, jetzt gehen wir wieder raus hier. Eigentlich will ich ja immer noch schlafen. Aber vielleicht wäre es auch gar keine so schlechte Idee, mal aus dem Dorf zu gehen und zu gucken, ob wir neue Kräuter sammeln können. Weiße Myrte, Ignatia, yay! Zaunrübenwurzel, seht ihr? Hat mich schon genervt, dass da überall
bekanntes Kraut stammt. Na toll. Ich reiß mir den Arsch auf, damit ich mal irgendwas Neues sammeln kann und dann kommt sowas. So. Ignatia. Ich schmeiß dafür irgendwas weg. Ich schmeiße Fernewett dafür weg. Ich will Ignatia wurzeln. Ja. Oder Blätter oder Blüten oder was auch immer. Kommt eh alles in den Topf. So. Da nochmal. Ich muss übrigens nochmal gucken, was bei dem Würfelpoker-Dings stand. Wir haben gegen diesen Einsiedler verloren. Gut, der ist nicht questrelevant. Das ist schon mal okay. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht vorhabe, nochmal gegen ihn zu spielen, aber ich wollte es nur wissen. Gehen wir ins Gasthaus und legen uns einmal schlafen. Denn es muss für mein Vorhaben Nacht sein. Tiefste Nacht. Wir haben nämlich immer noch einen Quest offen, bei dem es Nacht sein muss. Wir müssen an der Najade ein Schmuckstück zurückbringen. Habt ihr 5? Ja, schlafen. Neue Talente erworben. Was? Ehrlich? 2 Silber und 2 Bronzetalente. Angreifen plus 20%, warum nicht? Das können wir bei Ausdauer machen. Erhöht unsere Ausdauerregeneration, unsere Resistenz gegen Gift, Schmerz und Leben. Ja, warum nicht? Das muss auch unbedingt sein. So, wo können wir noch Bronzetalente reingeben? Hier nicht. Hier 2-mal. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier 1-mal. Okay. Dann diese beiden. Wirkt zwar nur, wenn der Gegner gebändet ist, aber wen interessiert das? So, jetzt wird geschlafen, Geralt. Einer meiner Abonnenten hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich Geralt hier so wenig schlafen lasse und dass es eine Tortur sein muss für ihn. Lieber Abonnent, ja, du hast recht, es ist eine Tortur für ihn, aber er als Hexer ist es gewohnt, nicht lange zu schlafen. Deswegen, es ist nicht so schlimm. Wenn ich ihn jetzt schlafen lassen würde, würde er komplett verweichlichen. Er würde so werden wie Justin Bieber. Stell dir das vor. Stell dir vor, Geralt hätte so eine Frisur. Dann würde das gar keinen Sinn machen. Dann würde ich dieses Let's Play gar nicht mehr anmachen. Dann würde ich aus dem Fenster springen. So, Ignatia. Komm her, Ignatia. Du bist nicht mehr sicher von mir. Jetzt, wo ich weiß, wer du bist. Doch, und wo du wohnst, und wo dein Haus wohnt. Oh. Von denen gibt's echt viele, oder? Merke ich gerade so. Ich habe echt viel nicht gesehen. Oder kannte sehr viel nicht. Geralt spielt mal wieder den Blümchenpflücker. Finde ich ja süß irgendwie. Da war wieder ein Tausendfüßler. Da. Okay. Das Schwert macht eindeutig mehr Schaden. Und, wie ihr gerade gemerkt habt, die bringen jetzt auch 5 weniger Erfahrung. Weil wir eben einen Stufenaufstieg hatten. Oh. Wieder ist noch einer. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Ist doch bei anderen Gegnertypen nicht so gut, bei Ertrunkenen. Aber sonst. Komm jetzt raus! Und gegen Igni scheint er sehr anfällig zu sein. Das muss ich doch gleich glatt mal nachlesen. Würde mich ja jetzt interessieren. Nachlesen. Ungeheuer. Riesentausendfüßler.
Steht hier nicht. Ich gehe aber mal davon aus. Übrigens werden wir uns noch in ein, zwei Videos oder vielleicht auch drei. Ich werde das aber vorher ankündigen. Werden wir uns nur den Kodex vornehmen. Das Tagebuch. Den Glossar, wie auch immer. Und wir werden alles, alles was noch offen ist, durchlesen. Beziehungsweise ich werde es euch vorlesen. Ihr müsst das Video dabei nicht mal angucken. Ihr könnt eigentlich im Grunde irgendwas am PC machen und das so im Hintergrund quasi als Hörbuch laufen lassen. Aber es wäre mir schon wichtig, dass ihr das hört, einfach weil das ist ein Rollenspiel. Und da will man dann natürlich auch ein bisschen Hintergrundinformationen reinbringen. Ich als Let's Player, dem das Spiel sowieso am Herzen liegt, bin da sehr bedacht drauf. Und hier sind unsere Ertrunkenen. Endlich. Kommt. Lang ist's her. Wie, das war's noch nicht. Und ich darf wieder Gehirne sammeln. Die Gehirnfee kehrt zurück. Ich muss also jetzt noch mehr Ertrunkene töten. Ich muss die Ertrunkenen auf der Schwarzschwalbeninsel und am Seeufer töten. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, damit ist die Quest abgeschlossen, aber na gut. Wenn du es nicht anders willst. Questlog. Ich will mich ja nicht beschweren. So, als nächstes gehe ich zum... Ja, gehen wir doch einfach mal zum Seeufer. Dort waren wir lange nicht mehr. Dort können wir auch nochmal ein bisschen bequatschen, was so als nächstes losgehen oder los sein könnte. Auch wenn dieses Kapitel von der Größe, also von der Fläche her, schon mal ein bisschen kleiner ist als die anderen, gibt es hier auch einiges zu erleben. Ich frage mich immer noch, wo ich Wyvern-Eier herkriegen soll. Aber egal. Letztlich wird sich alles in Geralds Inventar befinden. Los, Geralt, spurte die letzten 100 Meter, das schaffst du, zum Seeufer. Ich frage mich, was Berengar gerade macht. Er machte auf mich einen kampferprobten Eindruck. Ich frage mich, ob er besser ist als Geralt. Vielleicht wird es ja einen Kampf geben irgendwann, wer weiß. So genau kann man das nie sagen. Aber wenn, dann bin ich mir sicher, dass er einer unserer stärksten Gegner sein wird. Wo ist der Kerl eigentlich? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, da doch. Da ist er. Da ist er noch. Vielleicht hat er mir jetzt ja was zu erzählen. Ja? Hallo Berengar. Nein, hat er nicht. Lebt wohl. Im Laufe des Kapitels wird es aber noch kommen, hoffe ich. Ansonsten nimmt Berengar ein unverhofftes Ende. Viva! Was sagst du zum Gruppenkampfstil? Okay, nichts Gutes scheinbar. Beide tot. Klappe zu, Affe tot. So. Hatte ich diesen Leichnam schon untersucht? Ach ja, ich hatte mir gemerkt, dass da Alkohol liegt. Und hab's vergessen. Gut, hier ist der Badeplatz, aber erst im nächsten Video. Bis dann.